So, hallo, herzlich willkommen zu meiner ersten, naja, etwas ich will jetzt nicht sagen direkt Let's Play, aber einem Pilotprojekt auf einem neuen Rechner. Wir werden heute, mein, da, ja, funktioniert. Wir werden heute mal ein bisschen tatsächlich mein Test spielen. Und zwar nicht als Testaufnahme, sondern quasi als richtiges Let's Play, auch wenn es ein kleines Special ist. Und zwar wurde ich von... Jetzt muss ich überlegen. Oh Gott, der Onkel von Sören. Wie heißt er nochmal? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde ich von ihm darum gebeten, auf Sörens Server mal ein bisschen zu Let's Playen. Und genau das werde ich auch mal tun. Da, genau. So. Genau, der deutsche Raspberry Pi Server, der gehört Sören. Und genau. Sören.selfhost.co. Okay, interessant. Ja, genau. Da ist so gerade schon jemand drauf. Macht uns aber nicht allzu viel. Wir gehen da auch einfach mal kurz drauf. Und das ist gleichzeitig auch die erste richtige Aufnahme quasi als. Ne, als Art Let's Play. Und damit auch der finale Test, ob mein neues Setup so wie es soll, komplett funktioniert. Genau. So. Da sind wir. Oha, oha, ich war selber schon ein bisschen aktiv auf dem Server, allerdings habe ich mich hier am Spawn ein bisschen umgeschaut. Also ich war hier natürlich als Volker aktiv und nicht als Ronix, ganz klar. Wird Kartell, sehr schön. Genau. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Wir haben vier Himmelsrichtungen. So, also beziehungsweise erstmal ein paar Eckinformationen. Also das ist ein Server von Sören, beziehungsweise eingerichtet hat ihr Onkel der. Ich weiß, wie gesagt, gerade nicht, wie er heißt. Also ich habe zwar ein paar Vermutungen, aber ich will jetzt keinen falschen Namen nennen, deswegen lasse ich es einfach mal. Vielleicht kann man so gucken. Ja, das ist sehr geil. Ja. Oh, da ist sogar jemand unten. Und der Server läuft auf einem Raspberry Pi 4B. Also zwar eine Raspberry Pi, aber ich sag mal so, eine Raspberry Pi 4 ist ja jetzt kein Raspberry Pi mehr in dem Sinne. Ne? Eine Raspberry Pi ist für mich Raspberry Pi 1 oder vielleicht noch der 2er. Da, wo es richtig gute alte Technik war. Ja, so ein Prozessorkern mit 700 MHz und dann 512 MB Arbeitsspeicher. Da, wo man noch richtig gemerkt hat, dass man auf einem Raspberry Pi arbeitet. Der heutige Raspberry Pi 4, das ist ja kein Raspberry Pi mehr, das ist ja schon ein richtiger Homeoffice-PC, das ist ja schon ausgewachsene Technik. Ich meine, holy fuck, das Ding hat 8 GB Speicher. Da ist mein Test auch kein Problem mehr. Ne? Der Raspberry Pi 4, mit dem kannst du ja sogar, also ich rede jetzt nicht von Hardware-Decoding, sondern wirklich Software-Decoding. Da kannst du mit dem Raspberry Pi 4 4K-Videos gucken. 4K-Videos mit einem Raspberry Pi. Das muss man sich mal reinziehen. So, egal. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Was Sören hier schon so alles so gebaut hat. Ich sehe auch gerade unten, wir haben so eine aktuelles Datum, Spielzeit. Ja, die Mod wollte ich bei meinem Server auch immer mal installieren. Allerdings sieht man schon unten das Problem, was man hat. Weswegen ich die Mod auch bisher noch nicht installiert habe bei mir. Sie überdeckt sich leider mit der Areas Mod. Man kann nämlich unten nichts lesen, weil die Areas Mod genau den gleichen Platz belegt wie diese Mod mit dem aktuellen Datum und sowas alles. Von daher merkt man da schon. Ah, jetzt kann man es lesen? Nee, ist ohne. Ah, ist
Ja. Der unterste Schriftzug wird auch überdeckt. Naja. Debian 44 habe ich gerade gelesen, richtig? Ja. Aber ich sehe gerade, hier ist nichts. Hä? Momentchen mal. Es tut mir leid. Ja, ist nicht geschützt. Autsch, Sören, wenn du das hier siehst, ganz schnell fixen. Das hast du direkt den ersten Griefer. Griefer. Hier ist ja alles nicht geschützt. Holy shit. Okay, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, wo gehen wir denn hin? Hier ist eine schöne Bahnstrecke, gefällt mir. Ne, Bahnstrecken finde ich ja direkt sympathisch. Achso, ich wollte mal. Ja, Cinema. Ne, wobei, nee. Ich würde mal Cinema aktivieren, aber ist ja so als Zuschauer nicht so geil. Von daher lassen wir das auch mal. Oh, Barsik left the game. Ah, 60 FPS, das ist geil. So muss das sein. Okay. Kein Prellbock, kein nichts, kein gar nichts. Na gut. So, wo sind wir denn hier? Oh, schöner Hafen. Oha. Kann man sich hier nicht draufsetzen? Schade. Na gut. Und dann nicht. Ja, Sören hat auch einen Let's Play-Kanal, ne? Linux Let's Play. So heißt der YouTube-Kanal. Steht ja oben alles. So. Warum ist meine Sichtweite so niedrig? Nee, 300. Ha. Der baut relativ langsam auf. Sehr suspekt das Ganze. Sehr, sehr suspekt. Ich hoffe übrigens, mit Audio klappt alles soweit. Ha. Vor allen Dingen das Rascheln ist hoffentlich nicht allzu laut, weil mein Mikrofon hängt bei mir immer noch an meinem, also ist bei mir am Kragen angeklipst. Das heißt, sobald ich mit meinem T-Shirt raschel, wackelt das Kabel am T-Shirt und das hört man dann im Mikrofon und das ist Kacke, aber ich hoffe, es funktioniert. Das hier sieht aber hart künstlich aus. Aha. Aha. Interessant. Sehr interessant. Sehr interessant. So. Ja, diese Pilze finde ich persönlich halt total. Sieht nicht so schön aus. Vor allem das Ding hier. Was ist das für ein Ding? Ist ja nicht mal mehr ein Pilz. Ist ja. Was soll das, das denn? Das Ding ist aber neu, oder? Auf meinem Etherwheel-Server habe ich sowas hier noch. Achso, selbst gebaut. Ah ja, okay, selbst gebaut. Ich dachte gerade schon. Weil so einen Riesenpilz habe ich auf meinem Server noch nie gesehen. Ich habe ja auch so einen Etherwheel-Server, ne? Aber. So. Siehst du, genau, wir brauchen ja direkt mal ein bisschen Materialien. Kohle ist immer gut. Oha. Oh, da geht's tief runter. Da gehen wir mal lieber nicht rein. Wir haben by the way schon 10 Coin. Mineins. Mineins? Wie wird das ausgesprochen? Mineins, Mins, Nuns, mit seiner Schnippen. Oder wieso? Tut das Not, dass das so aussieht? Ist das Kunst oder kann das weg? Ja. Ups. Ach so. Ja, auf dem Server hat jeder Fast-Privileg. Können wir eigentlich auch mal direkt nutzen hier, um ein bisschen zu erkundigen. Das hier sieht aber echt ganz schön. Nee. Also von sowas bin ich echt kein Fan. Sowas finde ich hässlich, wenn hier einfach so ein Ding einfach wieder der Physik einfach hier so ein Ding rumschwebt. Da hat hier irgendjemand mit World Edit rumgespielt. Und keine Ahnung von Ästhetik gehabt.
Man hätte wenigstens noch Holz drunter packen können und so eine Pfeiler drunter stellen können. Dass das Ding wenigstens einigermaßen aussieht wie realistisch. Naja, gut. So, was? Okay. Was ist das denn? Ist das hier dieser Turm von ach Gott, wie heißt der? Fuck. Bei Asterix und Obelix, da gab es doch diese eine Folge, wo Asterix oben im Turm gefangen war und den Obelix Asterix befreien musste. Wie hieß die Folge? Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall erinnert mich das gerade ein bisschen daran. So, gibt's eine Treppe? Ja, hier gibt's eine Treppe. Sehr nice. Dann gehen wir mal hoch. Achso, ja, die Fackeln tun weh. Dann sollte man sie vielleicht nicht bei den Treppen direkt hinbauen, weil man kriegt immer schon Schmerzen. Und leider kein Schmerzensgeld. Von daher nicht so eine geile Idee. Bis du um eine kommst, bist du tot. Ich meine, gut, scheinbar gibt es ja auch einen Fahrstuhl. Also hä, was? Boah, Alter, diese... Ja. Genau deswegen habe ich bei meinem Server die Fackeln, also dieses Fackeln-Damage deaktiviert. Weil das ist echt ein bisschen nervig. Ich meine, klar, man kann es natürlich auch so hoch bauen, dass man quasi unter den Fackeln drunter durchläuft. Aber man sieht ja hier, man hat dafür meistens kaum Platz. Ich meine, klar, es ist so natürlich realistischer, ne? Weil im echten Leben, sage ich jetzt mal, sind Fackeln natürlich heiß und tun dementsprechend natürlich schon weh. Aber ja. Ja, wie hoch ist denn der Turm? Alter, ich steppe hier wirklich, bevor ich oben angekommen bin. Was ist denn hier los? Wobei, ich habe immer noch 19 Leben. Nee, es ist nur noch 18. Oh Gott. Oh Gott. Huha. Oh, was ist denn da unten? Zoom gibt es leider keinen. Schade. Alex 222, join the game. Hi. Wobei ich muss aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Bei dem Schritt zurück gerade habe ich gerade ein bisschen Panik bekommen. Alter, diese Fackel, ey. Normalerweise fackel ich da nicht lange. So. Hört das hier bald mal auf. Wer baut denn sowas? Ist doch garantiert mit World Edit einfach hochgezogen, oder? Aber bei hier hätte ich noch so ein Gegenstück runter gemacht. Hier sind zwei, hier ist nur einer, hier ist wieder nur einer, hier sind zwei. Also da, ich hätte hier noch einen hingemacht und hier noch ein so Ding hingemacht. Also so ein Viertelstein und hier noch so ein Viertelstein. Das Ganze ist ja gerade nicht protected, ne? Nö, ist nicht protected. Dann kann ich aber ganz kurz zeigen, was ich meine. Cobble, wie geht denn das? Brauche ich dafür die Säge? Ich hoffe nicht. Ich muss auch dazu sagen, ich habe schon ewig kein produktiv Mindtest mehr gespielt. Ich kenne also viele Rezepte nicht mehr aus dem Kopf auswendig. Was? Warum zeigt er mir nicht, wie man die Dinger craften kann? Wie war das? Oh Gott. So. Ah, nee, Quatsch. Das. Ah, genau. Stimmt, die Rezepte, also das, was man hiermit machen kann, wurde hier nicht angezeigt im Crafting Guide. Tja, wir haben natürlich kein Eisen. Ich kann es also nicht einfach mal gerade so bauen. Zum Testen. Das ist natürlich schade. Alter, hier runterfallen, bist du direkt tot. Genauso wie wenn du hier runterfällst, bist du auch direkt tot. Warum sind eigentlich so weit? Habe ich... Nee. Alter, dieser neue PC, ich kann jetzt so weit gucken, ohne dass die Framerate zusammenbricht. Ist das geil? Ja, wobei doch ein bisschen stockern tut so schon. Ja, man kann mal gucken hier. Nur noch 30 Bilder pro Sekunde. Jetzt ist schon... Also habe ich fast 60. Also 60 Bilder. Guck mal da hinten. Der Spasti. Wer? Wieso sehe ich jetzt seinen Namen nicht mehr? Verstehe ich nicht.
Ach, jetzt sehe ich den Namen wieder. Hä? Mein Test? Was ist los mit dir? Hast du gesoffen? Digga, ich hoffe, oben wartet eine ganz große Überraschung auf uns. Nicht, dass ich jetzt da hochrenne und dann ist da oben gar nichts, wofür es sich lohnt. Das wäre ein bisschen traurig. Alter, stell dir mal vor, du würdest im Echten so eine Treppe hochlaufen, Digga. Da wärst du schon nach dem 50-Stell des Turms, wärst du schon komplett K.O. Ich meine, wozu bauen die hier eine Treppe hin, wenn hier eh keiner hochgehen würde? Also. Aua, Mann, diese Fackeln. Ich habe nur 16 Leben. 16 Leben? Das geht doch gar nicht. Wieso regeneriere ich? Ich habe noch die halbe Sättigung, also 15 von 30 Sättigung und regeneriere nicht mehr. Ich will jetzt aber auch kein Brot essen. Nö, eigentlich nicht. Naja, wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Scheinbar sehr bald. Digga, wie weit geht das? Oh Mann. Wer hat das Ding hier gebaut? Ich will wissen, wer das Ding gebaut hat. Dem Typen hau ich auf den Kopf. Herzliche Einladung zu meinem Sprachchat. Ist es Mumble oder was ist das? Meet.si. Sagt mir nichts. Oh Mann, Alter. Gibt es hier keinen Fahrstuhl? Oh Mann, Alter. Ich bin gleich tot. Kann das sein? Wann kommt der nächste Fahrstuhl? Alter, ich bin wirklich gleich tot hier. Was ist denn los? Ich will auch nur einen Fahrstuhl. Ich bin bereit für alles. Bitte geben Sie mir einen Fahrstuhl. Alles, was ich will, ist ein Fahrstuhl. Aua, Digga, ich bin gleich tot. Noch 7 Leben. Oh, leg weiter. Na mal. Ist er jetzt hier langsam? Langsam ist hier aber gut, ne? Es hört einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Weil es kommt halt auch kein Fahrstuhl mehr. Ich will auch gar nicht mehr wissen, wie ich hier runterkomme. Ich glaube, wir müssen einfach krepieren, wenn wir wieder runter wollen. Dann springe ich einfach runter. Wir sind bereits 600 Blöcke über dem... Über 0. Boah, Alter. Da bin ich aber gerade ein bisschen erschreckt hier. Hey, finally a end. Ronny, was tust du hier gerade? Ronny, hör auf. Ich hau dich gleich. Ach was, wird schon nichts passieren. Als wenn ich hier runterfallen würde. es wird tatsächlich schon dunkel. So. Dann wollen wir mal ein bisschen die Sicht weiter erhöhen. Digga, guck mal, wie weit wir oben sind. Das gibt's doch gar nicht. Na gut, so weit oben wie wir sind, regeneriert dann natürlich auch unten die Welt nicht mehr weiter. Also lädt die Welt nicht mehr. Ich wollte jetzt so schön Ausblick haben, aber dafür ist das Ding einfach zu hoch. Vor allem, wir kommen halt auch nie wieder runter. Zumindest nicht lebend. Eieieiei, das ist heftig. Das ist schon echt krass. Okay, weißt du was? Ich habe Angst. Erstmal Frust essen. Hallo, Sättigung? Okay. Das hat schon mal nicht geklappt, danke dafür. Warum geht denn Sättigung nicht hoch? Der Server reagiert aber, oder? Ja, der Server reagiert.
Aber Sättigung geht nicht hoch. Hä? Mache ich hier gerade irgendwas falsch? Verstehe ich nicht. Vor allem, es gibt hier oben halt nichts. Keine Überraschung, kein nichts, kein gar nichts. Wir sind tatsächlich völlig umsonst hochgegangen. Weißt du was? Der nächste, der hochkommt, kriegt keine Überraschung. Ich sag mal, wir bauen mal einen Ofen. Ja, wir bauen mal einen kleinen Ofen hier. So. Und der nächste, der hier hochkommt, ja, der nächste, der hier hochkommt und es ganz nach oben bis zur Spitze schafft, ja, also so ungefähr und so ungefähr und so ungefähr, ja, wer es bis hierhin schafft, der kriegt 10 Taler. So, das ist die Belohnung für denjenigen, der es bis hier oben schafft. Damit der Nächste nicht so disappointed ist wie wir gerade. So, und wir für unser Teil clearen einmal unser Inventar. War das so? Ja. Und Geronimo. Holy shit, Alter. Holy crap. Oh. Das ist Scheiße. Er hat bereits die Blöcke entladen. Och nö. Ach nee, es geht nach unten. Der hat auch noch nach unten gebaut, nicht nur nach oben. Wir sind bei minus 300. Alter. Ja, das ist natürlich ich habe keine Ahnung. Wer hat das gebaut? Wozu hat er das gebaut? Was machen diese Leute hier? Hat das jetzt irgendeinen tieferen Sinn? Wir sind bereits bei minus 1000. Bei minus 1000, Leute. Oh, da war gerade was Rotes. Ich kann aber auch nicht rausspringen, ne? Ah doch. Ja, ich habe rausgeschafft. Ey, wir sind bei minus 1200. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist das? Das kann doch nur World Edit sein. Das wurde doch niemals im Leben per Hand gebaut. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass das Ding per Hand gebaut wurde, so tief. Oder jemand hatte echt viel Langeweile und echt nichts Besseres zu tun. Ah, geht doch. Yay. Was das für... Ja. Okay, ich würde mal sagen, damit war die erste Folge schon mal interessant, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir sehen uns jetzt zur nächsten Folge. Oder irgendwie so. Ja. Bis dann.